17 Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit Assassin's Creed Valhalla angefangen hätte. Anfängertipps 2021, also im neuen Jahr zu Patch 1.1.0, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also super gerne mit dem Abo mit am Start, wenn ich auch so für die Marke und Valhalla im Speziellen natürlich begeistern könnt. Hier wird es auf jeden Fall alles rund um Assassin's Creed Valhalla geben. Nicht nur die Updates, nicht nur Tipps und Tricks, natürlich auch noch Livestreams und mehr auf Twitch. Dazu lade ich euch natürlich auch sehr gerne ein. Dienstags, donnerstags und sonntags jeweils um 20 Uhr im Stream. Und oft wird auch Valhalla gespielt, zumindest jeden Dienstag zum wöchentlichen Reset. Ja, Assassin's Creed Valhalla, das ist nicht das leichteste Spiel der Welt, aber es ist auch nicht sonderlich schwer. Am Anfang kann man sich aber ein bisschen da schwer tun und deswegen einfach mal 17 kleine Kniffe. Und für Punkt Nummer 1 suchen wir uns mal ein paar Gegner. Es gibt ja leichte Angriffe, am PC einfacher Linksklick und schwere Angriffe, am PC Shift-Linksklick auf den Konsolen entsprechend die anderen Tasten. Müsst ihr mal in euren Tastenbelegungen nachgucken, wie das ist. Und die schweren Angriffe sind tatsächlich nützlicher als man denkt. Denn sie durchbrechen Verteidigung. Also ein Shift-Linksklick, der ist gut gegen Gegner, die eine Verteidigung aufbauen. Ihr habt es gesehen, ich habe sie sofort zu Boden geworfen, da sie noch nicht mal in Verteidigungshaltung waren. Aber mache ich das Ganze, wenn sie das sind, wenn die also quasi Lust haben, irgendwas zu parieren, dann kann ich deren Verteidigung damit durchbrechen und sie eben so zu Boden zwingen. Vor allem natürlich bei Gegnern mit Schilden ganz nützlich. Ich habe jetzt hier gerade keine Gegner mit Schilde. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Shift-Links-Klick. Ja, ihr seid natürlich langsamer, aber ihr werft die Gegner entsprechend zu Boden. Bringt sie aus dem Konzept. Super praktisches Ding. Tipp Nummer 2. Parieren Stunt-Gegner. Ja, mit Parieren meine ich natürlich, dass ihr Q drückt. Und das geht nur bei solchen normalen Angriffen, wie der Goliath gerade gemacht hat. Ich zeige es euch mal. Ja, er greift mich an, ich drücke Q und ihr seht diese gelbe Leiste von ihm, die wird so ein bisschen runtergeladen. Die roten Angriffe kann man leider nicht parieren und dadurch kann ich ihn dann, wenn dieser Balken runter ist, tatsächlich stunnen. Ne? Leider greifen die Gegner jetzt gerade nicht häufig genug an, um euch das einfach mal vernünftig zu zeigen. Aber glaubt's mir, wenn die Gegner auf euch draufschlagen und ihr das pariert, ja, und dafür müsst ihr das just in time machen, der Gegner schlägt zu und dann drückt ihr parieren. Das heißt, nicht gedrückt halten, das wäre nämlich in dem Fall das Blocken und das geht nur, wenn ihr ein Schild in der Fans habt. Nein, ihr müsst tatsächlich dann just in time, der Gegner greift an und dann drückt ihr immer BAM und dann pariert ihr. Geht übrigens auch mit einem entsprechenden Skill, dass ihr tatsächlich Geschosse zurückwerft. Das Ganze findet ihr im Attentäterbaum ganz unten. Ist keine der besten Fähigkeiten, aber ihr könnt, wie ihr es hier auch unten seht, nochmal einfach Speere und Pfeile auf Gegner zurückschicken und sie damit teils one-hitten. Punkt Nummer 3, den ihr unbedingt wissen solltet, ist natürlich, ihr könnt nicht alle Angriffe parieren. Und damit meine ich natürlich vor allem Angriffe von solchen Goliaths und so weiter. Die sind rot gekennzeichnet. Also so ein roter Pfeil, wie er jetzt gemacht hat, das kann man nicht parieren. Das heißt, an der Stelle ist es einfach am sinnvollsten, wirklich auszuweichen am PC mit der Taste Alt. Und ja, ihr seht es gerade, wie ich hier den Gegner niedermetzel. Dazu später noch ein bisschen mehr zu meiner Waffenwahl. Aber ja, Ausweichtaste ist somit das Wichtigste. Plus, kleiner Bonus, mit der Ausweichtaste machst du halt nie was falsch. Ja, parieren Stunt-Gegner und das ist stärker. Plus, es gibt dir Adrenalin, aber ausweichen kannst du immer. Und damit wirst du immer den Angriffen des Gegners ausweichen, weil er dich halt nicht trifft. Super sinnvolles Ding, also einfach immer machen. Und ansonsten natürlich hier schön parieren und die Geschosse auf die Gegner zurückfeuern. Das ist halt super genial. Und nicht werfen lassen, also die Gegner euch werfen lassen. Das ist nicht ganz so praktisch. Feuer ist übrigens unglaublich stark, also merkt euch das auch für den Anfang. Punkt Nummer 4, die Entscheidungen. Entscheidungen wurden groß beworben seitens Ubisoft, dass das super krass und super wichtig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Entscheidungen sind weniger wichtig, als ich es gedacht hätte. Na, das möchte ich euch mitgeben mit Punkt Nummer 4. Legt nicht an allen Stellen zu viel Wert auf eure Entscheidungen, denn oftmals ist es einfach nur ein neuer Bootsmann, der euch da entgeht. Das ist schade, ja, aber es ist nicht irgendwie, dass daraus dann etwas ganz Schlimmes resultiert. Tatsächlich ist auch der Ausgang des Spiels sehr linear und kann kaum verändert werden, was halt anders beworben wurde seitens Ubisoft. Punkt Nummer 4. Nehmt die Entscheidungen nicht zu wichtig, die ihr trifft. Tatsächlich solltet ihr bei einer Sache allerdings aufpassen, und zwar die Befehlskette. Die Befehlskette solltet ihr beachten. Das ist ein Tipp, den mir Darby McDavid, der Narrative Director von Assassin's Creed Valhalla, auch immer gegeben hat. Die Befehlskette ist ultimativ wichtig. Beachtet, wer über euch steht in der Rangordnung, wer aber auch vielleicht unter euch steht, euch nichts zu sagen hat, und handelt danach. Handelt ehrenvoll,
so wie es Wikinger tun würden. Das ist tatsächlich Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5. Manchmal brennt man. Und dann hält man die Ausweichtaste lange gedrückt und löscht das Feuer somit sofort, selbst wenn es komplett hochgetickt ist. Ihr seht es da unten. Ja, das tickt immer weiter hoch und macht immer mehr Schaden, ist immer mehr verankert. Also ihr brennt lichterloh und mit einer einfachen Ausweichrolle ist das Ganze sofort gelöscht. Ihr müsst die Ausweichtaste lange gedrückt halten. Kurz gedrückt ist immer dieser und lange gedrückt halten ist immer Rolli Mac Rollface. Dann geht's euch gut, dann werdet ihr das Feuer löschen. Alternativ könnt ihr natürlich ins Wasser springen, auch eine gute Sache. Oder das Ganze aussitzen, indem ihr euch einfach vollballert mit Feuerwiderstand. In den Runen gibt es ja Widerstand, aber auch eben Feuerwiderstand. Empfehle ich eher nicht. Einfach einmal kurz die Ausweichrolle machen und schon seid ihr good to go. Super praktisch. Punkt Nummer 6. In eurer Siedlung gibt es eine geheime Höhle. Und zwar ganz hinten. Hier ist die Stallung, hier ist Valkas Hütte und da seht ihr den Wasserfall. Und im Rahmen der Geschichte werdet ihr tatsächlich dahin geschickt. Ihr könnt aber schon früher dorthin. Alles, was ihr braucht, ist eine Vase, die ihr zertrümmern könnt, einen Ölkrug. Und die findet ihr hier hinter Valkas Hütte. Da nehmt ihr einfach diesen Ölkrug mit und geht hier zum Wasserfall. Hier ist dann eine Mauer, die ihr zertrümmern müsst. Die ist bei mir jetzt schon weg. Und dahinter ist jedes Mal eigentlich, wenn ihr das Spiel startet, jede Menge Eisen, was halt super praktisch ist, super nützlich und ja, jetzt schnell ins Wasser, weil ich gleich sonst verbrenne. Also immer ein bisschen Eisen mitnehmen ist eine sehr seltene Ressource in Assassin's Creed Valhalla und deswegen lohnt es sich natürlich umso mehr, regelmäßig einfach mal hier in der Höhle vorbeizuschneien. Ist, glaube ich, eine der Locations mit dem meisten Eisen überhaupt in dem ganzen Game. Es gibt übrigens 400 Skills derzeit und wenn ihr das erreicht habt, das Level 400, dann könnt ihr hier noch so Beherrschungspunkte vergeben. Aber das ist nicht Tipp Nummer 6, sondern dass ihr gar nicht solche Krüge braucht, wie ich sie euch eben gezeigt habe. Ihr könnt auch die Brandpulverfalle nutzen. Das ist das hier. Ihr schießt eine Falle und die könnt ihr dann tatsächlich auslösen. Die kann explodieren und damit könnt ihr ebenfalls solche Wände, solche bröckernen Steinwände einfach mal komplett kaputt machen. Super nice, super easy. Und wenn ihr die auf Stufe 2 habt, könnt ihr damit tatsächlich sogar verschlossene Türen aufmachen, indem ihr zwei von diesen Brandpulverfallen ineinander schießt. So, habe ich eigentlich ein paar Glühwürmchen dabei? Wenn ja, dann wird hier jetzt ein bisschen was freigelassen, habe ich gehört. Nee, ich wasche mich. Du hast keine Glühwürmchen. Auf jeden Fall gibt es Glühwürmchen in der Welt und hier kann man die freilassen. Habe ich jetzt noch nicht. Übrigens gibt es die Brandpulverfalle hier in Waldene, aka Waldene in Grantabrückshire. Hier ist eure Siedlung und dann geht es hier rechts einmal runter Richtung Waldene. Dort in dieser Ortschaft gibt es die Brandpulverfalle als Fähigkeit. Die könnt ihr dann hier im Fernkampf-Tab ausrüsten und das Ganze sieht dann so aus. Ich habe die jetzt auf Stufe 2, aber auf Stufe 1 reicht sie schon, um eben die Wände zu zerstören. Wird euch viel Zeit sparen im Game. Es gibt einige Dinge, die ihr in Assassin's Creed Valhalla verpassen könnt, aber die meisten könnt ihr euch wiederholen. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, immer wieder nach Norwegen zurückzureisen. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, dann solltet ihr es schleunigst tun, denn ich habe ein Video zu 5 verpassbaren Waffen und 4 verpassbaren Fähigkeiten in Norwegen. Ja, da merkt man teilweise gar nicht, dass man da dran vorbeigeht. Deswegen einfach mal gerne das Video anschauen. Ich werde es euch hier oben verlinken und dann einfach nachholen, was ihr an Waffen und Skills dort verpasst habt. Lohnt sich meiner Meinung nach unbedingt, da einfach nochmal reinzuschneiden in Norwegen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Landschaft. Vor allem, wenn man jetzt so 10, 20 Stunden in Engerland war, ist das einfach noch eine nice Abwechslung. Ihr habt es vorhin schon gesehen. Punkt Nummer 9. Dolche sind mit die besten Waffen gegen Bosse. Ja, ihr seht, wie ich hier die Gegner niederschnetze. Gut, das sind jetzt Püppchen. Ja, aber vor allem in Kombination mit Feuer, ja, mit einer brennenden Waffe. Sehr, sehr geil, weil ihr einfach so viele schnelle Angriffe macht und die dann sofort vollballert mit Feuer. Früher war tatsächlich eine der besten Fähigkeiten. Leichter Bogen nutzen, Blick der Nornier an und Feuerpfeile. Das geht leider nicht mehr. Das haben sie weggepatcht, weil das zu stark war. Aber im Nahkampf feurige Waffe nutzen und dann einfach mal richtig schön auf die Gegner drauflatzen mit den feurigen Waffen. Die feurigen Waffen kriegt ihr übrigens durch die Assassinen-Quests hier im Assassinenbüro. Also müsst ihr einfach nur das machen, was da eben erforderlich ist. Möchte ich für euch, wenn ihr Anfänger seid, jetzt einfach noch nicht spoilern, was ihr da erleben werdet. Aber so kriegt ihr feurige Waffe in Kombination mit zwei Dolchen mit die besten Bosskiller im ganzen Game. Tja, und da sind wir schon bei Punkt Nummer 10. Ich habe es ja eben schon gesagt, das Assassinenbüro, das ist super wichtig und deswegen solltet ihr wirklich das Assassinenbüro mit als erstes überhaupt aufwerten in Assassin's Creed Valhalla. Ihr werdet es mir danken, ihr kriegt hier eine Questreihe und das lohnt sich, die auf jeden Fall zeitnah zu machen. Eine Questreihe, die euch mit Items ausstatten wird, mit Skills ausstatten wird und natürlich auch einfach eine Assassinen-Story, die ihr erlebt. Deswegen unbedingt
Prio Nummer 1 eigentlich schon nach der Schmiede in eurer Siedlung? Baut die Assassinenhütte aus. Punkt Nummer 11. Immer mal wieder zu Reda. Reda hat so tägliche Aufgaben für euch. Und der ist nicht von Anfang an da. Der kommt erst später zu euch in die Siedlung und er bietet euch Verträge an. Dann sagt er, ich will einen Vertrag und den nehmt ihr einmal pro Tag an, denn es gibt dort bei ihm Opale. Und Opale sind eine Mittelswährung für Stuff, was normalerweise echt Geld kostet. Ja, der Einherjahr-Helm ist normalerweise eine Mikrotransaktion. Und das ist ein sehr, sehr gutes Jägerset. Einherjahr-Helm mit eines der besten Sets, was es überhaupt im Spiel gibt. Und deswegen sehr, sehr lohnenswert, hier immer mal reinzuschneiden, täglich diese zwei Aufgaben zu machen, die eine wöchentliche Aufgabe, die er euch gibt, zu machen und dann zu gucken, brauche ich was er anbietet, und wenn nein, dann spart ihr die Opale für die nächste Woche, um einfach dann besser dazustehen. Punkt Nummer 12, Charisma. Ihr seht auf der Karte manchmal solche Masken, wie ihr sie vom Theater vielleicht kennt, und da lohnt es sich vorbeizuschneiden, denn dort gibt es natürlich die legendären Rap Battles. Oh mein Gott, jetzt muss ich nochmal kurz kämpfen hier. Ich zeige euch nochmal einmal feurige Dolche. Man nennt mich nicht umsonst den Dagger Swagger. So, haben wir uns deren entledigt. Und da gibt es halt Leute, die euch anbieten, an einem Spottstreit teilzunehmen. Das wird euer Charisma-Level boosten, aber euch auch die Möglichkeit geben, Kohle zu verdienen. Ihr könnt 200 Silber setzen und 400 dann natürlich rauskriegen. Das ist das Doppelte von dem, was ihr gesetzt habt. Ihr müsst also auf Diss-Tracks quasi reagieren. Das muss inhaltlich passen, von den Silben passen und natürlich auch nochmal sich reimen. Habt ihr das Ganze dann gewonnen, dann gibt es, wie gesagt, Silber und Charisma einfach mal auf euer Charisma-Konto und so könnt ihr das verbessern. Im Rahmen der Story gibt es nämlich einige Entscheidungen, die ihr dadurch treffen könnt. Ihr könnt da Geld sparen, Silber sparen, in-game. Neue Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr ein höheres Charisma-Level habt. Deswegen nutzt auf jeden Fall den Spottstreit, das Flighting aus, um besser zu werden nochmal hier in Assassin's Creed Valhalla. Ihr seht es ja hier links unten. Ich habe so eine Adrenalinleiste. Und die kann ich auffüllen, indem ich Attentate mache. Attentate geben mir jeweils einen halben Adrenalinbalken. Ihr seht jetzt, das Ganze füllt sich auf und es lohnt sich wirklich, das zu machen. Das gab jetzt sogar einen. Allerdings wurde das weggepatcht, denn früher gab es die Möglichkeit, den Schlummerdorn zu nutzen, was eine ganz lustige Fähigkeit ist, Gegner einzuschläfern und sie dann mit einem Attentat zu töten. Problem hierbei war immer, der Schlummerdorn hat ein Adrenalin gekostet und das Attentat gab auch ein Adrenalin. Deswegen natürlich ein bisschen overpowered. Aber nutzt das Ganze für euch. Nutzt das Attentat häufig und gerne, um einfach mal Gegner aus dem Konzept zu bringen, beziehungsweise eure Adrenalinleiste aufzufüllen und euch dann einen entscheidenden Vorteil im Kampf zu geben. Ich möchte es nicht mehr missen. Sau nice Sache. Einfach Adrenalin ist die Währung, um gut zu kämpfen. Punkt Nummer 14. Das handelt sich um Raids. Und ich habe alle Raids schon abgeschlossen, die es in ganz Englerland gibt. Aber ihr vielleicht noch nicht. Und Raids können nicht nur von euch gemacht werden, sondern auch von eurer Crew. So habe ich zum Beispiel mal hier ein, ich glaube, 160er Raid im Kloster fast nur von meiner Crew erledigen lassen, denn ich bin einfach nur reingegangen und habe die Crew alles töten lassen. Das Einzige, wo ihr aktiv werden müsst, ist irgendwelche Truhen dann zu öffnen. Das geht nur mit eurem Crewmitgliedern zusammen, aber ansonsten könnt ihr euch einfach nach hinten stellen, die wiederbeleben, wenn nötig, und ihnen zugucken, wie sie irgendwelche Raids komplettieren. So könnt ihr ganz schnell eure Siedlung aufwerten, und zwar theoretisch ab Level 8, da könnt ihr selbst jeden Gegner töten im Spiel, und wenn eure Crew dabei ist, könnt ihr den Raid komplettieren. Also ab Fertigkeitsstufe 8 könnt ihr jeden Inhalt, jeden Raid beenden. Punkt Nummer 14 ist natürlich Köcher aufwerten, aber auch die Mahlzeiten. Die Mahlzeiten habe ich jetzt noch nicht auf maximaler Stufe, Mahlzeit, denn ich brauche noch 1300 Eisen und Eisen ist wirklich selten, also man muss da viel für farmen, um das zusammenzukriegen. Und da ist übrigens nochmal der beste Tipp, holt euch das Eisen beim Händler. Beim Händler in der Siedlung zum Beispiel kauft ihr euch einfach mal das Eisen und so kriegt ihr das dann. Ich brauche jetzt noch auf jeden Fall 500 Eisen, um hier meine letzte Aufrüstungsstufe zu kriegen, aber der Köcher, der lohnt sich so richtig. Und Mahlzeiten, so 2-3 Stück, sollte man dann doch irgendwann mal haben, um sich einfach permanent im Kampf heilen zu können und auch ein bisschen was farmen zu können. Die Fische werden zum Beispiel dann zu Mahlzeiten, wenn ihr Speerfischen geht. Das lohnt sich einfach, da sofort mal loszulangen. Zuzulangen hieß es, glaube ich. Weiter mit dem nächsten Punkt. Punkt Nummer 16. Der Rabe, der ist gar nicht so nützlich wie davor. Also bei mir ist es jetzt ein Mini-Drache, aber Raben sind wirklich hier nicht praktisch. Ihr könnt zwar hier in diese Drohnenvision gehen, ja, dann seht ihr ein Questziel, was euch so grob angezeigt wird. Ich habe leider keine Quests mehr, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Das ist dann so ein kleiner Bereich. Ansonsten bringt das keinen Effekt. Ihr könnt halt gucken, ne? Also
Ich kann jetzt hier mit Synin einfach mal gucken. Okay, das sind Bogenschütze. Hier ist noch einer, da ist irgendein Schatz. Da patrouilliert einer. Das sind wichtige Informationen, die ich mir aber selbst merken muss, die mir nicht vom Spiel dann angezeigt werden. Das hat sich verändert und deswegen ist der Rabe nicht mehr ganz so praktisch wie vorher leider. Punkt Nummer 17 und das ist der letzte Tipp für heute. Meditieren. Meditieren könnt ihr einfach, indem ihr die Taste G drückt und dann auf die Meditieren-Auswahl geht. Und das Ganze ist natürlich recht praktisch, denn nachts werdet ihr zu einem besseren Assassin. Nachts haben Gegner eine geringere Entdeckungsreichweite. Bedeutet, ihr könnt viel unentdeckter durch irgendwelche Städte gehen, einfach viel näher an Gegner herantreten, ohne dass sie euch entdecken und seid halt so richtig im Assassinen-Gameplay drin. Zusätzlich könnt ihr das Ganze amplifizieren, indem ihr das Magistergewand, das Magister-Set anlegt, was euch eben nachts stärker macht. Da habt ihr mehr Fernkampfschaden, mehr Nahkampfschaden. Nicht eine der besten Rüstungen, aber für die, die immer nachts spielen wollen, eine solide Wahl, denke ich mal. Die tagsüber spielen wollen, für die ist das natürlich gar nichts. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Magistergewand kriegt, dann empfehle ich euch, auf meinem Zweitkanal Nahtfragen mal reinzuschneiden. Dort habe ich nämlich alle Fundorte für Rüstungen hochgeladen, beziehungsweise eine Playlist erstellt, die heißt Alle Rüstungen in Assassin's Creed Valhalla. Da sind auch Videos auf meinem Hauptkanal eben verlinkt, aber auch eben welche von meinem Zweitkanal, da ich das auf zwei Kanälen verteilt habe, sicherheitshalber, damit es unübersichtlich ist. Nein, weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. In jedem Fall, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen weiterhelfen. Assassin's Creed Valhalla, auch 2021, immer noch ein Top-Game. Ich hoffe, es wird noch besser, indem es einfach mal die Patches kriegt, die es verdient, die Bugfixes kriegt, die es braucht, damit wir dann irgendwann ein fertiges Spiel haben, so wie wir es auch wirklich verdienen. Spätestens vielleicht zum Release des ersten DLCs. Ist es utopisch? Ich weiß nicht. Bis später, euer Peter. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr hier noch die Glocke einmal aktiviert. Und vielleicht sehen wir uns dann demnächst auch mal im Livestream auf Twitch. Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 20 Uhr. Das wäre auf jeden Fall legendär. Bis später, euer Peter. Ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fagner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fagner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.